An diesen Stränden erholen sich Milliardäre und Superstars. Sie lieben die frische Luft und diese besondere Aura der Hamptons. Einer Autostunde von New York City entfernt. Emma, das ist schön. Das ist richtig schön hier. Wir treffen Britt und Alex Jolik. Er, der ewige Big Brother Star der ersten Staffel, Sänger, Schauspieler und Künstler. Sie, Model und Luxusimmobilienmaklerin. Kann sich definitiv sehr gut vorstellen, hier zu leben. Das ist unglaublich, was hier für Grundstücke zu kaufen sind. Aber aus ihrer Wahlheimat Mallorca nach Amerika auswandern wollen die Joliks nicht. Sie haben andere Pläne. Diese Frau soll dabei helfen und sie wird die zwei Deutschen staunen lassen beim Rundgang durch dieses Haus. Das Paar hat schwere Zeiten hinter sich. Britt leidet an einer Autoimmunkrankheit, entkommt nur zweimal knapp dem Tod. Und dann, vergangenes Jahr, stürzt Alex mit seinem Motorrad, muss sich von mehreren Rippenbrüchen erholen. Aber die Joliks kämpfen und können jetzt endlich wieder die Welt bereisen. Hier in der Küstenstadt Southampton besitzen auch J.Lo und Brooke Shields Häuser. Wir sind Weltmeister im Wir machen uns das Leben schön. Und dazu gehört für Britt auch endlich wieder arbeiten zu können. Immer mehr Kunden aus den USA kommen nach Mallorca, um bei den Joliks eine Ferienvilla zu kaufen. US-Maklerin Susan Harrison soll dabei helfen. Da ist die Susan. Hello. Thank you so much. Danke, dass du das möglich machst. Diese Villa kostet über 14 Millionen Euro. 1000 Quadratmeter Wohnfläche, 4 Etagen, 9 Schlafzimmer. Und sie liegt in exklusiver Strandnähe. Da ist ein Gästezimmer und alle Schlafräume haben ein eigenes Bad. Hier haben wir eine Bibliothek, hier ist dann die Veranda und da hinten das Meer. Der Garten ist so üppig. Ja, der ist echt schön. Nicht nur für die amerikanische Kundschaft verlockend. Southampton ist ein wirklich beliebtes Gebiet für Europäer. Allein 2021 verkauft Harrison Immobilien im Wert von fast 50 Millionen Dollar. Die Joliks kennen sie durch einen gemeinsamen Freund und wollen jetzt mit ihr zusammenarbeiten. Das Schöne ist, dass wir einfach gesagt haben, komm, zeig uns mal, was können wir auf der einen Seite unseren Investoren hier anbieten. Sie sollen uns ein bisschen besser auch kennenlernen, dass sie uns dann auch ihre Kunden anvertraut. Die Joliks hoffen jetzt auf gute Deals und reisen kurz nach unserem Dreh weiter nach New York City, ebenfalls geschäftlich. Aber erstmal atmen sie noch durch und genießen die Hamptons, diesen magischen Ort.